Servus, Leute. Gib mir mal bitte das Reservierungsding. Voller Vorfreude. Ja, ich freu mich wirklich diebisch. Das ist so geil. Und Mrs. Lässig. Danke vielmals, ciao! Jo. Hi Micha, du, wir sind schon am P1, wir müssen aber eine extra Runde drehen, weil wir falsch abgebogen sind. Und das kannst du dir vorstellen, sind ja noch ein paar andere Irre hier, die sich das antun. Also ich habe keine Ahnung, wann wir soweit sind. Ja.
das für ein fettes Teil ist, ey. Da ist echt eine Leiter. Ja, fette Karthago. Der kleine Zitronen. Oh, Mutti Concorde. Das glaube ich auch. So, ich habe jetzt meinen Putzwahn bekommen. Ich bin verbannt worden. Du musst jetzt da liegen bleiben. Was war deine Antwort? Hä? Was war deine Antwort, als ich sagte, du musst jetzt da liegen bleiben? Ich bin verbannt worden. Du hast gesagt, du kommst eh nicht raus. Ach so, ja. Weil alles verbaut ist. Ja, für dem abgesehen. Ich möchte jetzt hier wischen. Ich sag ja, da werden Grenzwalle aufgebaut. Das machen wir auch. Hallo, schon wieder ein Hund. Das sind viele Hunde da. Wahrscheinlich schon wirklich viele, die Urlaub machen. Wann sind hier diese Gedanken gekommen? Keine Ahnung, jetzt. Nein, bist du da. Nein, ich habe schon öfter überlegt und gedacht, okay, ich bin neugierig, wie lange wir es haben. Mhm. Doch, einmal machen wir den, okay, diese. Na, komm, jetzt mal eigentlich, wenn wir in Wien waren, was so heiß war. Mhm. Ja. Da schwitzt ein Deppen, aber die Hunde hecheln wie die Deppen. Ja, und dann haben wir gedacht, nein, das ist nicht angenehm. Und immer nur dann, wenn, es ist ja das, was wir vorzeigen, es ist nutzt nichts. Also das ganz sicher, ja. Und da haben wir gedacht, okay, vielleicht. Und dann bist du mit deinen Dings dahergekommen und denkst, geht's vor. So was Blödes. Das ist für mich rausgeschmissen zu gehen. Und dann haben wir gedacht, naja, und dann habe ich mir das einmal so im Kopf durchgehen lassen. Und wir denken, naja, wenn wir halt alles, jetzt wissen wir ja ungefähr, was wir haben wollen und welche Macken das sie hat. Was man halt dann wirklich braucht, denn man braucht ja nicht wirklich viel.
Im Endeffekt brauchst du zwei Sessel, einen Tisch, die Küche, möchte ich nicht wegtun. Nein. Ja, und ja. Dann ist aber schon am Ende das Vorzelt. Den Teppich, ne? Den Teppich, ja. Und die Kabel und das Auffahrkeil. Wir brauchst du nicht. Das jetzt mal rein von dem, was wir alles mitnehmen. Dann bist du eh schon fertig. Das ist das, was du brauchst. Ja. Und dass ein Klo ist, das möchte ich schon. Auch so mit Spaten unterwegs und vergraben. Also das finde ich alles bei der Menge an Campern, ja, also finde ich einfach nicht nötig. Und ja, und dass wir jetzt gute Duschen brauchen, wissen wir auch. Sicher, man ist verweht auf die Klimaanlagen überall, aber trotzdem. Ja gut, ich meine, der wird auch keine Klimaanlage haben. Früher hat es halt nicht, aber ich meine, ja, früher hatten wir auch noch einen Kaiser, ja. Da hast du auch noch vorm Lagerfeuer gesessen, um dich zu wärmen und hattest keinen elektrischen Strom. Also das muss man ja nicht, nur weil man es früher so hatte. Ja, hallo. Von daher. Mal, dass sie wirklich eine Schönheit ist und das ist jetzt so bei allen ersten Lieben, die wird in Erinnerung bleiben. Ja. In jedem Fall was Besonderes. Und dann ist mir eingefallen, in England, denken wir, da haben wir beim Berlingo haben wir jetzt hinten diese drei Beine ausgetan und haben uns unten hingesetzt. Mhm. Morgen. Hallo, grüß dich. Und das ist, das reicht, bei schönem Wetter reicht das eben. Und deswegen hätte ich gedacht, mach mir den Berlingo fertig, dass ich mal eben schnell nach Grado fahre, um mich da an Rand zu stellen. Aber ja, jetzt schauen wir uns an, wie du mit dem Raumgefühl zurechtkommst. Naja, ich denke mir, es hat sich sicher schon geändert, weil sonst konnte ich da oben gar nicht schlafen. Mhm. Das, ich meine, das ist schon eng für den Wappzeichen. Aber ob das wird im Bösel oder was auch immer ist, dann wird auch nicht anders. Na, also da hast du wirklich größere Betten und du hast vor allem nicht dieses direkt unterm Dach. Das ist da schon anders. Ja, schauen wir es uns wieder mal an. Gut, das ist ja ganz heiß. Ja, wollen wir von vorne. Grüß dich, hallo, Marvin. Ich vergesse das immer, dass ich in Deutschland bin. Für den Vorbereitungen, für den Tag. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, wo sind wir denn? In Düsseldorf. In der Einflugschneise vom Flughafen. wir besuchen dann die Caravan-Messe. Heute und morgen. Wie ihr seht, habe ich schon vorbereitet für heute. Gutes, damit wir den Tag gut überstehen. Ja, und ich bin schon neugierig, wie es wird. Weil, so wie es draußen ausschaut, wird heftiger Besucherandrang erwartet. Und ja, schauen wir mal, was denn wirklich wird. Bin schon neugierig, was wir alles zum Sehen kriegen. Also dann, bis später. Sind wir gerade einmal eine halbe Stunde da und sie hat schon Hunger. Aber schauen macht hungrig. Neuwagenluft macht hungrig. Vor allem bin ich rückwärts im Bus gefahren, das geht gar nicht. Und jetzt muss ich meinen Magen irgendwie beruhigen. Ja, kann man nicht immer ausreden. Aber sie hat auch noch nichts gefrühstückt und wir haben schon fast Mittag. Ja, gut. Guten Hunger. Danke.
ist ja der Hammer. So einen Luxus hatten wir in meiner Kindheit in Grömitz an der Ostsee leider nicht. Vanlife Österreich. Mehlwürmer. Ah, Mehlwürmer. Sag ich jetzt mal. Kleine Heuschrecken. Ja. Und große Heuschrecken. Keine Fische. Weg damit. Schmecken so ein bisschen wie dieses japanische Reis, wie japanische Reiscracker. Ein bisschen also, nussig ist die jetzt sogar. Kann also, man essen, muss man nicht essen. Ja, aber es also, hat was. Und wir haben die anderen zwei Sorten geschmeckt. Nach Pappe, offen gestanden. Okay. Nicht lecker. Dann muss man die auch nicht essen. Nein, die isst man gar nicht mehr. Okay.
Zeit geben. Ach so, deswegen sehe ich nichts. Also im ich habe jetzt gar nicht gefilmt. Ich glaube. Nochmal. Jetzt filme ich erst. Für Mutti. Für Mutti. Danke fürs Zuschauen. Abonniert uns, wenn ihr noch mehr Verrücktes von uns sehen wollt. Bis bald. Ciao, Servus und viert euch.